Ja, reicht, Junge, wie hoch? Schritte mit Sahne. Nicht so hoch, ey. Schwierig. Boah, das ist schon wieder so hoch. Jo Leute, was geht ab? Axelino am Start und willkommen zurück zu einem weiteren Video. Heute spielen wir eine Spring in den Ring Challenge. Wir werden dort von der Schaukel hier in den Eistee-Pool springen. Und Leute, ihr habt gefragt, was das ist, warum das so braun aussieht. Das ist einfach Eistee. Das könnt ihr einfach so trinken. Das schmeckt nach Chlor, Alter. Nein, Leute, das ist Brunnenwasser. Das läuft durch so eine Okerschicht oder so. So hat mein Dad mir das erklärt. Okerschicht. Und darum ist das so brown. Eigentlich muss es gefiltert werden, aber wir kriegen die Pumpe nicht am Laufen, aber das ist jetzt nicht giftig oder so. Also alles easy. Wir werden auf jeden Fall hier gleich diesen Ring aufpusten und den dann da reinlegen. Und wir müssen dann, wenn er aufgepustet ist, hier drin sitzen bleiben. Das ist die Challenge. Also wir springen von der Schaukel in den Ring sozusagen. Aber wir müssen sitzen bleiben. Das ist die Challenge. Und Leute, was ich auch noch oft frage, warum wir mit Jesus im Wasser springen, das sind einfach 15 Euro Jesus. Also die sind alle gefaked. Also Leute, als ob ich mit echten Original-Jesus im Kanal oder hier reinspringe, das wäre schon ein bisschen crazy. So viel Geld habe ich nicht. Ja, Freunde, wir ziehen uns jetzt um und dann geht's los. Den müssen wir noch aufpumpen und dann wird gesprungen. Ne? So Leute, ich bin umgezogen und ich springe natürlich nicht allein. Patti Patti ist schon auf der Schaukel. Was macht er da? Er springt. Und wie gesagt, wir werden jetzt den Ring einfach hier im Links liegen. Hier in den Dings rein, in den Pool. Und wir müssen halt hier drin landen und auch drin sitzen bleiben. Das wird das Schwere sein. Und wir springen so lange, bis einer trifft oder der Ring halt kaputt geht oder der Pool aufplatzt, weil wir haben immer noch nicht das Loch behoben. Irgendwann wird hier das reißen. Nicht so nice, ey. Was sagst du, wer wird gewinnen, ich oder du? Ich. Ich glaube, ich gewinne. Leute, ihr könnt ja jetzt mal in den Kommentaren schreiben, wer denkt ihr, wer gewinnt. Und ja, jetzt geht's los gleich. Leute, ich werde jetzt zuerst springen und gebt euch mal meinen Bauch. Ja Leute, ein Satz mit X. Scheiße. Leute, schwerer als gedacht, aber wir schaffen es gleich. Willst du alleine springen? Ich glaube schon. Oh, das sieht so creepy aus hier drunter. Also ich mach lieber alleine. Komme ich direkt in die Mitte. Er war wieder daneben. Hat noch zwei Beine und zwei Arme. Ja. So eine Jauche, das springt ihr da. Ja. So eine Jauche. Jauche. Immer wie Kanalwasser. Ja, das ist Eistee. Das ist Eistee. Das springt. Das war auch wieder knapp. Oh, DJ Rush, oh! Das geht ja. Oh! Nur genau hier. Was geht? Das hat wohl ein bisschen mehr.
Nicht schlecht, Junge. Das alles ohne Push. Leute, schreibt Party Part King in die Kommentare. Da hätte auch nichts klar gemacht. Ja, Mann! Das war das zweite Mal, Junge. Nicht schlecht, Junge. Lachen. Da habe ich ihn knallhart gezogen. In Grund und Boden geschickt. Leute, kurze Regeländerung. Patrick hat jetzt zwei getroffen, wir machen bis drei Punkten, ich habe noch 0. Wow. So Leute, wir machen also jetzt Sonne, Best of... Ja, Best of. Wir machen jetzt also Best of 3. Also wenn Patrick jetzt gleich noch einmal trifft, hat der komplett gewonnen. Und ich muss noch zweimal jetzt hintereinander treffen. Ist alleine schon geiler? Ja. Warum? Weil ich jetzt nicht Schuhe von Nike. Ja, der ist eine Heile. Ja. Also Leute, es steht 2 zu 1. Ey, willst du so springen? Okay, Leute. Patricks nächster Sprung. Bauchschmerz. 2-2. War übelst hoch, Junge. Du bist richtig geflogen, oder? Ja, 2-2. Leute, lasst auf jeden Fall dafür saftige Daumen nach oben da. Okay, wenn Patrick jetzt trifft, hat er gewonnen. Wenn nicht, kann ich nachlegen, aber danach hat er auch noch einen. Ganz knapp. 2-0 in Führung, jetzt 2-2. Oh. Jetzt kann ich nachlegen. Du kannst vorlegen. Vorlegen, ja, stimmt. Leute, wenn ich jetzt treffe, hat Patrick noch einen Sprung, um klar zu machen. Oh, das wird riesig. Das ist wie Schalke gegen Dortmund, ne? 4-0, 4-4. Was sagst du? Der Sieg war schon sicher, hä? Der Sieg war schon sicher, ne? Ja, wieso? Eigentlich habe ich doch gewonnen. Eigentlich hat er gewonnen, ja, ehrlich. Das ist gerade nur Ehrenaktion. Ja. Aber wenn ich jetzt gewinne, habe ich halt gewonnen, ne? Also auch wenn der jetzt mal gewinnt, scheiße. Ja, wenn ich gewinne, habe ich gewonnen. Gewinne. Wie die Lose. Gewinne, Leute. Könnt ihr was gewinnen? Gewinne. Ja, reicht schon. Arschritte mit Sahne. Boah, das stimmt ja so nicht. Nein. Okay, Leute, wenn Patrick jetzt tut, hat er gewonnen.
Arsch tut diesmal jetzt. So sieht ein freudiger Sieg aus, Leute. So, Leute, Patrick hat gewonnen. Das war's auf jeden Fall erstmal mit dem Video. Lasst auf jeden Fall einen Daumen für Patrick da und schreibt was Schönes in die Kommentare. Ja. Und Leute, ganz, ganz wichtig, folgt Marcel. Und in der Beschreibung ist sein Insta verlinkt. Erster Link in der Beschreibung. Der fliegt gerade die Drohne hier. Die Aufnahmen sind auf jeden Fall nice. Folgt unserem Kameramann. Auf jeden. Marc Pomci. Ja, Marc braucht man nicht folgen. Also, aber folgt Marcel auf jeden Fall. Ja. So, Leute, das war's mit dem Video. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Peace.